So, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem 16. Türchen meines Adventskalenders. Und heute spielen wir Far Cry Primal. Wir machen ein neues Spiel. Eine gnadenlose Überlebenserfahrung. Keine Minikarte, schwierige Erkundung, dunkle und gefährliche Nächte, begrenzte Ausdauer, permanenter Tod für Tiere und vieles mehr. Warnung, du kannst die Option nicht mehr ändern, nachdem das Spiel geschaltet wurde. Nein. Normal. Ja, bleiben so mittel, ne? Ist okay. Ja, dann würde ich mal sagen, start the round. Moment, aber ich mach kurz, für das Intro mache ich kurz die Musik aus. Bis gleich. Oh, das lädt Moment. Wenn ja, unser Blut, unser Volk vor langer Zeit, viele werden ja reisen weit. Dann einige Venya finden Land, Oros, voller Leben, Heimat für Venya. Aber dann kommen Gefahr. Udam, fleischfressende Krieger. Isila, Meister des Feuers. Bring nun Dunkelheit über Venger. Neues Licht kommt. Unsere verlorenen Venger-Brüder. Sie gehen mit starkem Geist. Suchen nach Oros. Suchen nach uns. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Neue Legende des Mammutsmissionen verfügbar in der Hütte der FDs. Okay, ist okay. Wie duck ich denn? Das ist springen. Glaube ich nicht so schlau, wenn ich jetzt hier. Das wäre okay. Wie kann ich denn. C? Okay, ja, okay.
wie ein kleines Mammut. Trenne es von Herde. Dann wir essen. Okay. Also ich kann nicht so gut die Versprechen, ich sag's dir nur. Okay. Los. Alter, guck dir mal die Grafik an. Hier reisen viele Sonnen ohne Nahrung. Wir töten Mammut für Essen. Sonst wir sterben. Okay. Aber schrei nicht so, Kollege, okay? Ich höre dich wohl, aber wenn wir uns hören jetzt, ne, dann. Das wäre problematisch. Weißt du? Da, kleines Mammut. Sei bereit, Taka. Wo? Ich bin nicht bereit. Wo ist. Oh. Ich brenne. Steuerung. Hallo. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Oh, da ist was. Gut. Ich habe. Ein bisschen. Ich hab keinen Pfeil, glaube ich. Ich brauche einen Pfeil. Kann ich Waffen wechseln? Nee, kann ich nicht. Hm, also so draufhauen mit dem Spiel aufmachen, das ist, glaube ich, nicht das. Kommt ihr mit? Ich kann es nicht tun, ich habe keinen Speer mehr. Bin wir geworfen gerade. Ach, lol. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Haha. Sorry, kleines Mammut. Gute Jagd, Bruder. Gute Jagd. Ja, es ginge schon mal besser, aber war okay. Es tut mir leid, mein kleines Mammut. Geist, sei frei. Tiger! Nicht rennen! Zurück, bleib zurück! Kann ich den bitte töten jetzt? Far Cry Primal. Holy shit. Wow. Oh nein. Nicht anhalten, Taka. Finde Land Oros. Finde verlorene Venger-Brüder. Geist, sei frei. Nicht weit, aber Tiger noch näher. Brauche Waffe. Fahrt nach Oros. Brauche Bogen, ja, finde ich gut. Bogen finde ich gut. Also sieht man jetzt so schon mal, ne, das ist der Anfang von Fackel Primal. Schilf nehmen. Nehmen wir ganz viel mit, was wir also finden. Auf der Map unten links sieht man unsere Fußspur.
einfache Heilung. Das kann ich jetzt mal. Ich würde mal so weitergehen jetzt, auch wenn ich ein bisschen Angst vor dem Tiger habe, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn der plötzlich kommt, dann habe ich ein großes Problem. Wo erst noch ein kleines, aber ein großes Problem sogar. Ja. Ah, der Holz, okay. Da ist eine Ziege. Hallo Ziege! Okay, ist gut, wenn jetzt hier der Tiger kommen würde. Also selbst der Tiger ist es ja. Könnte ich den ja vielleicht abstreifen an den Ziegen? Ist ein bisschen die Frage, ob der generell mich jagt. Ah, mal gucken. Möglicherweise erst zum Hauptmenü zu gehen, bevor du auf die. Achso, okay. Ja, Leute. Leute, ey. Kann man das auch wegmachen irgendwie? Weil es, irgendwie stoppe ich das gerade ein bisschen, dass es nicht so kommt. Lalala. Ich würde gerne wissen, wie crafte ich denn jetzt? Irgendwie muss ich doch. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt weiterlaufe und dann gleich, ohne was gecraftet zu haben. Tasche Fadolz ist fast voll. Okay. Aber auch erst fast, ne? Also ganz wichtig, nur fast. Aber mal Ultra, guck dir mal die Grafik an, da sieht schon. Guck dir mal hier so im Gras sitzen oder so, ne? Das sieht schon geil aus. Holy shit. Also noch geht's. Tasche voll. Kannst nichts nehmen. Oh, scheiße, Alter. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss da in die Höhle rein, ne? Aber. Ich weiß halt nicht genau, wie viel ich an Ressourcen brauche, um da echt einen Bogen zu machen. Irgendwie. Ah, mit T werfe ich einen Stein, okay. Ah, mit I. Ah, okay. Ah. Jetzt, okay, jetzt. Du kannst auch keine Keule herstellen. Mann. Jetzt habe ich einen. Nee, habe ich einen Bogen? Ja, ein müsste ich jetzt. Oh, es gibt Fähigkeiten. Verschiedene Überlebende. Wenn man spielt, haben wir verschiedene Überlebenden. Überlebensfähigkeit. Primitive Takedowns. Nähere dich Gegnern von hinten oder aus einer Deckung. Drücke F, um sie schnell und leise zu töten. Gleich im WASD, außer Sichtweite, okay. Halte V, um deine Wahrnehmung zu verbessern. Entdecke Menschen, Tiere, Rauschen und Blutspuren. Diese Fähigkeit gilt auch für deinen Eulenbegleiter. Wir kriegen einen Eulenbegleiter. Oh mein Gott! Drücke zum Sprinten und anschließend, um über den Boden zu rutschen. Halte gedrückt, um eine Wurfwaffe in der Hand zu halten und lasse los, um zu werfen. Drücke, um einen Stein zu werfen in den Land und Gegner zu abzulenken. Halte gedrückt, um eine Leiche aus sich weiter zu bewegen. Ach Leute, oben rechts steht, ist schon gelernt. Also. Hallo, das haben wir. Oh mein Gott, okay, das haben wir ja schon. Ja, okay. Guten Morgen, Chucky. So, wir haben eine. Okay. Also, vor allem so Tier. Rothund. Ganz viele verschiedene Wölfe. Tapir, Jaguar, Dachs, Wildschwein, Jack. Großelch. Rotelch. Leopard, Mammut, Wollnashorn, Zweihorn, Affen. Fische, Federn. Mhm, okay. Sieht nicht aus, ob irgendein Tier ist, was vielleicht böse sein könnte für diverse. Kann ich hier. Ne, kann ich nicht. Okay. Das bin ich, okay. Oh mein Gott!
Jetzt, ich jage. Brauche Essen für Stärke. Jagd, um die zu jagen. Nähere dich langsam der Beute und drücke C zum Ducken. Dafür wurde den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Nicht zu nah heran an die Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Vor war das, ne? Weil ich überlege so, töte ich ihn mit dem One-Shot wohl? Also nur One-Shot-Headshot? Und mache ich das, den Pfeil wieder. Das ist gut. Erstmal heilen. Ein schönes rohes Stück Fleisch. Das ist gut. Müsste ich eigentlich mal gucken, habe ich noch mehr Fleisch oder brauche ich noch mehr? Ich denke noch mehr mitnehmen. Ich habe nur eins. Ich kann mich einmal heilen. Einmal heilen ist halt echt nicht so Quatsch, ne? Meine Maus? Hey! Ich bin eh voll, also brauche ich nicht nehmen. Kannst du bitte mal... Warte, ich finde das gerade mega... Warte mal, ich finde das gerade mega schwer gerade, da zu zielen. Ich bin... Oh mein Gott, Chucky, du schätzt gerade an wie so der größte Noob, ey. Ey, mal Real Talk. Ziegen zwei. Okay, ich muss drei Ziegen töten. Okay, Moment. Ist an Verblutung gestorben, okay. Nachkommen muss Schutz suchen. Ein Schiff und nach ein Lagerfeuer. Okay. Ich finde dieses Gebrülle im Hintergrund nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwo hier im Bauen, oder? Denke ich mal. Da. Ach, wow. Einfach mal Augen aufmachen, wir würden es auch sehen, ne? Dreimal vorbeigelaufen.
Pfeil. Gemacht von Venger. Ich folge Spuren zu Venger und Oros. Pfad ist dunkel, ich mache Keule, um Feuer zu tragen. Keule, gut. Aber hatten wir nicht gesagt, wir wollten jetzt schlafen, dass es Tag ist und dass wir da jetzt nicht in der Nacht rumlaufen müssen? Da läuft ein Tiger rum, ne? Obwohl das schon echt geil gemacht ist, ne? Ist mal ehrlich. Aber na gut, dann entzünden wir Keule und Purshasda Guastru Dagua. Was ist das da vorne? Ist das der Tiger oder nicht? Also auf dem Map war der gerade orange gezeichnet, just saying. Also gibt's noch was Gefährlicheres als den Tiger? Das ist jetzt, Realtalk nicht ganz so gut. Ich gehe auf einen sehr starken Fallschaden aus, wenn ich ehrlich bin. Hier gekämpft. Spuren rennen fort von Feuer. Also wir Stiefel schon hier vorbeilaufen, nehmen wir auch mit. Natürlich, ne? Holz brauchen wir nicht, wir sind eh relativ voll mit Holz und so. Erlegt von starkem Venger. Geil, es gibt Wölfe, yay. Das Schiefer nehmen wir auch mit. Wölfe, ich frage, bist du mit Feuer, okay? Wie verärgere ich die mit Feuer? Ich. Vor allem auf Achsen ist das bald weg, ne? Also die Keule ist bald abgebrannt. Oh, da sitzt einer. Da sitzen mehrere. Klappt das, wenn ich da jetzt hingehe? Einfach? Ganz stumpf? Oh! Autsch. Ja gut. Nehmen wir den toten Wolf noch mit. Da den toten Wolf nehmen wir mit. Tasche voll, du kannst nichts mehr nehmen. Oh, leck mich doch. Und hier machen wir suchen. Tasche für Tiefel ist voll. Also wir müssen uns merken, Feuer ist halt eigentlich doch gar nicht so schlimm. Gerade um uns zu verteidigen. Ich lasse mal kurz die Fackel so ein bisschen
nebenher sozusagen. Damit wir halt auch gleich noch ein bisschen Feuer haben. Wer weiß, was wir brauchen für. So wie hier zum Beispiel. War schon warm, Venjana. Wäre nicht okay. Kann ich einfach so ins Wasser springen? Ich wollte gerade sagen, ich sollte auch das Wasser treffen, ne? Tasche voll. Wir haben langsam die ganze Tasche alle voll, so, ne? Wir sind echt überladen langsam. Alter, das Spiel, ne? Diese Atmosphäre ist einfach so geil gemacht. Da ist ein Wasserfall, da vorne ist jemand hergelaufen. Kann ich irgendwas machen? Nö. Wunden zu heilen. Ja, Venja, ich helfe dir. Also, ich helfe dir. Ich bring dir den Teufel vorbei gleich, weil das ein selbstverständlicher Termin ist wahrscheinlich. Ich komme da nicht hoch. Boah, ich hab mich wieder hingestellt. Ja, okay. Ich würde sagen, hä? Ich dachte irgendwie, ich hätte. Achso, ich bin nur reingerutscht und ja, okay. Dann sitze ich dann nicht automatisch. Okay. Gut. Okay. Also, einfach ganz wichtig nochmal, ne? Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und ob ich das Spiel weiterspielen soll. Weil wir natürlich Safecore die Story jetzt nicht durchspielen können. Hat so ein bisschen Angst. Konnte ich hier hoch? Weil der ist ja auch hier hochgegangen. Okay. Okay, wir haben einen gefunden. Und einen Toten. Der Tiger kommt. Oh nein. Zurück! Lauf! Das
ich ihm gleich einfach einen Pfeil ins Gesicht stecken können? Entschuldigung. Komm, hier lang. Von Urus entdeckt. Du bist Venger, nicht aus Urus. So ich viele Sonnen gereist, ich bin Takar. Seiler. Du dich begeben in große Gefahr in Tekas Nähe. Tiger fangen Udam. Ich brauche Udam Ohren. Gehst du allein? Die sammelt Ohren. Ich habe Unterschlupf. Essen. Komm! Bist du jetzt meine Frau? Komm, ja. Achso, ich wollte gerade laufen. Tensei kann dir zeigen, wie man Bestien mit Fähigkeiten zähmt. Essen. Sie ist ja auch, kann ich ja auch essen. Wo sind andere Venger? Ui, oder am Anführer, er zerstört Heimat von Venger. Udam töten viele Venger. Jetzt alle Venger gehen allein. Keine Heimat in Urus. Tigerwunde tief. Ich helfe. Grünblätter draußen. Bringe sie mir. So, Grünblätter, um Tierwunde zu heilen. Also. Das ist Far Cry Primal. Das wäre die Map. Dein Dorf. Also, es viele kommen jetzt noch so, dass wir uns den dortischen Dorf aufbauen können. Mit den eigenen Vengers und so. Ich kann noch was lernen. Halte schon gut manuell eingesetzt, zu heilen. Weitere Möglichkeit, wenn du immer dich zu heilen, während du mit sprintest. Wende den Standardrezept aus dem Nahrungsmenü. Ein Gesundheitsbalken und kannst maximal 6. Okay, es geht alles um Gesundheit jetzt hier. Okay, dann. Ja, also das machen wir. Ja. Beim Sprinten halt tue ich eh nicht, oder? Obwohl, ganz ehrlich, das würden wir. Wenn wir später spielen sollen, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Oder wenn wir es weiter spielen sollen, ob wir es weiter spielen sollen, ob wir unser Dorf aufbauen sollen, ob wir sie retten sollen, ob wir uns bei dem Tiger am Endeffekt auch rächen tun oder nicht.
Das würden wir dann sehen, wenn ich selbst spielen soll. Deswegen schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüdelü.